Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Hinter der Kamera, vor der Kamera Peter Haselhofer. Wie gesagt, königlich-kaiserlicher Dahlienzüchter in Oberösterreich. Also beim Österreicher muss man da schon ein bisschen königlich-kaiserlich werden. Und so sehen die Dahlien ja auch aus. Majestätisch, wunderschön an diesem Sonntagmorgen in Oberösterreich. Jetzt geht es darum, um die Seerosendahlien. Was genau sind Seerosendahlien? Man sieht schon die Blütenform. Seerosendahlien sind nicht umsonst als Seerosendahlien benannt worden, weil sie eben der Seerose sehr ähnlich sind. Hier ist zum Beispiel Hapetelite, seine eigene Züchtung von mir. Hier gibt es schönes Blutrot. Das ist auch eine Seerosendahlie. Ist auch eine Seerosendahlie. Auch diese flache helllila oder bläulich-lila Sorte mit dunklen Stiel ist eine schöne Seerose. Kannst du mal die Blüte ein bisschen zu mir neigen? Ja, genau. Okay. Das ist eine orange Seerose. Ja. Diese Sorten sind sehr beliebt bei dem bei unseren Kunden in diesem Sinne. Auch die gelbe ist eine ältere Sorte, aber es gefällt einem, diese Form. Man kann die auch, ich mache das jetzt ganz russisch, kann oft keiner zuschauen, aber das hineinlegen in eine Vase zum Beispiel oder in eine Schale ohne Stiel, das hält in der Vase ohne weiter 6-7 Tage, geht dann noch auf in der Schale und ist eine schöne Tischdekoration. Also mir im Prinzip die Dahlie dann wirklich zur Seerose. Sozusagen, genau. Herzlichen Dank, Peter Haselhofer.